Vor einigen Tagen habe ich in meinem Video gezeigt, wie man Quittenlikör herstellt. Und zwar habe ich gezeigt, wie man drei verschiedene Sorten Quittenlikör aus Quitten herstellt. Den Link zu diesem Video finden Sie auch unter diesem Video in der Videobeschreibung. Und ja, nach diesem Video wurde ich gefragt, ob ich nicht nochmal zeigen kann, wie man einfach und schnell ein Aronia-Likör herstellen kann. Auch dazu hatte ich im letzten Jahr schon mal ein Video gedreht. Auch dieses Video verlinke ich hier unten in der Videobeschreibung. Möchte aber trotzdem heute nochmal eine etwas andere Art der Likörzubereitung vorstellen und würde sagen, dann legen wir mal los. Was ich dazu verwende, sind in diesem Fall heute gefrorene Aronia-Beeren, einfach weil es momentan keine frischen Beeren mehr gibt. Das ist der Grund, warum ich jetzt heute mit gefrorenen Beeren arbeite. Und zwar habe ich mir hier 1 Kilo Aronia-Beeren vorbereitet. Diese Beeren möchte ich aber etwas anpürieren, beziehungsweise einen Teil davon, einfach damit der Fruchtsaft besser aus der Beere kommt und ja, der Aronia-Geschmack sich einfach besser verbreiten kann. Dazu gebe ich gefrorene Aronia-Beeren in einen Pürierbecher, gebe ein bisschen Wodka dazu, damit das Ganze leichter zu pürieren ist und mixe das Ganze eben kurz an. Also wirklich nur kurz anmixen, nicht als Püree komplett, einfach nur, dass die Beeren von der Struktur her ein bisschen kleiner werden und das reicht dann auch schon. So, Nummer 1, leicht anpüriert, gebe ich die Masse hier ins Glas. Noch ein paar dazu. Wieder anpürieren. Wie gesagt, als Flüssigkeit nehme ich hier jetzt heute gleich den Doppelkorn, kein Wodka, Entschuldigung, Doppelkorn. Man kann natürlich auch Aroniasaft nehmen, das Ganze ein bisschen mit Aroniasaft anpürieren. Ich habe es hier, wie gesagt, mit Doppelkorn gemacht. So, auch diese Beeren sind jetzt kurz anpüriert, auch ins Glas. Und die restlichen Beeren gebe ich jetzt einfach gefroren dazu. So, das heißt, ich habe jetzt genau 1 Kilo Aronia-Beeren, gebe jetzt ungefähr ja, so 700 Gramm Rohrzucker dazu. Spüle hier mit dem Korn nochmal meinen Messbecher aus. Und gebe jetzt insgesamt 1 Liter Doppelkorn in die Ansatzmischung. Die Ansatzmischung jetzt einmal gut durchschütteln. Man sieht hier schon, durch das Anpürieren der Früchte wird nicht nur der Geschmack nachher beim Likör intensiver nach Aronia. Der Likör bekommt auch eine ganz andere, viel intensivere Farbe, die typische Aronia-Farbe. Und das sollte ja beim Aronia-Likör auch so sein, dass er nicht nur gut schmeckt, sondern auch optisch eben viel mit der Aronia-Beere gemeinsam hat. Und das erreichen wir eben, indem wir die Früchte kurz anpürieren. Ein Teil davon, die Hälfte würde ich sagen, bei 1 Kilo. Und ja, danach stellen wir das Ganze an einen dunklen Ort für 6 bis 8 Wochen. Von Zeit zu Zeit den Likör nochmal gut schütteln und nach 6 bis 8 Wochen die ganze Masse dann durchfiltern. Ich würde hier immer ein Kaffeesieb empfehlen.
Und ja, fertig ist der Aronia-Likör. Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit diesem Rezept helfen. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Gerne können Sie dieses Video auch teilen und abonnieren Sie unbedingt unseren Kanal. Vielen Dank.